Ja, war ein schöner Vergleich der Anlage hier. Ist also sehr gefällig angelegt. Und wie gesagt, ich werde euch natürlich auch mal so ein paar Billighotels in der Wredzeki zeigen, um den Preisvergleich darzustellen. Also wie gesagt, wenn man sich das erlauben kann, sollte man dieses Hotel wirklich nehmen. Aber ich gehöre nun leider nicht dazu. Ich habe das Hotel frühzeitig gebucht, als ich noch keinen Schlaganfall hatte und bereue diesen Besuch nicht. So, wie gesagt, ich kann es mir nicht mehr erlauben, so, aber es ist ein tolles Hotel. Also ich bereue wirklich nichts. Die anderen Anlagen waren auch nicht schlecht, aber dieses hier ist eine Klasse für sich. So, wir sind wieder am Hauptrestaurant mit dem Blick auf den Pool. Oben ist nochmal ein zweiter Ruhepool und hier vorne wird dann die Nudelküche veranstaltet abends. Die ist also auch sehr schön mit Schrimps und da kann man sich wunderbar hier draußen hinsetzen. Hier haben wir jetzt einen Ruhebereich, der auch sehr schön ist. Und dort geht es dann runter zur Bar. Hier nochmal eine Bar, die abends geöffnet ist. So, und hier haben wir noch einiges an Einkaufsmöglichkeiten. Hier haben wir den Fitnessbereich, also ausgestattet mit sämtlichen Geräten. Hier vorne ein grünes Laufband. Erklärt sich eigentlich auch immer von selber. Also ich komme meistens morgens hierher, dann mache ich eben den Stecker rein und dann läuft das. So, das Laufband braucht ein bisschen zum Hochfahren, das ist aber nicht schlimm. So, man muss sich einfach an die Sachen gewöhnen und dann eben den Stecker einstecken und dann geht das los. So, zurzeit kann ich nur nichts für meinen Oberkörper machen, nur für die Beine, weil da habe ich mir das Schultergelenk ein bisschen gezerrt und deshalb, wie gesagt, bin ich dann mehr hier auf dem Laufband oder auf dem Trimmrad oder hier zum Beispiel auf den Beinpressen, die sind auch sehr neu, oder dann hier dementsprechend, dass ich meine Beine trainieren kann. Hier sind nochmal Gewichte zum Stemmen, so, da muss ich zurzeit leider einen P versetzen, das tut mir ein bisschen weh. Aber ihr seht selber, man ist gut versorgt. Ist nicht für jedermann ein Thema, aber für mich ist das wichtig. Jetzt haben wir den 16-Plus-Bereich mit kleiner Bar. Hier sind auch noch ein paar Zimmer. Hier ist die Bar. So, hier sind ein paar Zimmer, wo man direkt rausspringen kann. Dann aus dem Zimmer in den Pool herein. Ist auch eine feine Sache. Also das Wasser ist schon schön warm. Allerdings muss ich sagen, nach meinem Schlaganfall gehe ich lieber ins Hallenbad. Denn ich bin sehr kälteempfindlich geworden. Ich schwitze auch kaum noch. So, und ich kann ja nicht mehr schwimmen. Sonst hätte ich mich ja warm geschwommen. So ist das kein Problem. Aber das wird ein bisschen auch dauern. Ich arbeite dran und es wird ein bisschen besser werden. So, hier oben ist auch nochmal, wie gesagt, der zweite Bereich. So, und hier geht es zu den Zimmern, die dementsprechend sofort den Ausgang zum Pool haben. Das ist natürlich auch eine feine Sache. Und hier geht es wieder runter zur großen Poollandschaft. Auch sehr schön parkmäßig angelegt.